Heute sprechen wir über ein entscheidendes Werkzeug für jedes erfolgreiche Unternehmen, die Jahresplanung. Die Jahresplanung ist nicht nur ein Planungswerkzeug, sondern ein strategisches Instrument, das Unternehmen und Führungskräfte dabei unterstützt, ihre Visionen und Ziele zu realisieren. Damit ist eine gut durchdachte Jahresplanung der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum und Erfolg. Wie man eine gute Jahresplanung ohne riesigen Aufwand hinbekommt und auf was man dabei genau achten sollte, das verrate ich in diesem Video. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Wobei unterstützt mich die Jahresplanung konkret? Das sind im Wesentlichen 5 Punkte. Erstens bei der Zielorientierung, zweitens beim Ressourcenmanagement, drittens bei der Risikominimierung, viertens bei der Anpassungsfähigkeit und fünftens bei der Teamkommunikation. Gehen wir mal genauer auf das Thema Zielorientierung ein. Die Jahresplanung beginnt mit der Definition klarer, spezifischer Ziele, die das Unternehmen im Laufe des Jahres erreichen möchte. Diese Ziele sollten konkret, messbar, erreichbar, relevant und zeitgebunden sein, was man also oft mit dem Akronym SMART beschrieben wird. Dazu vielleicht ein Beispiel, damit es ein bisschen deutlicher wird. Ein Unternehmen im Einzelhandel könnte sich zum Ziel setzen, seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 10% zu steigern. Dieses Ziel ist spezifisch, es ist eine Unternehmenssteigerung, es ist messbar, nämlich plus 10%, es ist erreichbar, also realistisch gesetzt, es ist relevant, weil es wichtig für das Unternehmenswachstum ist und es ist zeitgebunden, nämlich innerhalb eines Jahres. Speziell finanzielle Ziele resultieren aus der Budgetplanung, die es in fast allen größeren Unternehmen gibt. Übrigens, wie Sie als kleines Unternehmen mit wenigen Schritten eine Budgetplanung erstellen, das zeige ich hier in diesem Video. Das Video ist bereits einige Jahre alt, wundern Sie sich also nicht über den ungewohnten Start von dem Video. Es ist aber inhaltlich absolut noch auf der Höhe der Zeit und hat an seiner Aktualität wirklich nichts verloren. Es gibt natürlich auch nicht finanzielle Ziele, die Sie vielleicht erreichen wollen. Sie wollen zum Beispiel Prozessmanagement einführen, Mitarbeiter für die Mehrmaschinenführung schulen, die Prinzipien von Lean Leadership umsetzen oder einen Produktionsprozess stabilisieren. Wem der Begriff Lean Leadership noch nichts sagt und das vielleicht noch neu ist, dem sei hier dieses Video empfohlen. Da finden Sie einen ganz leichten Einstieg in dieses Thema Lean Leadership. Nach der Definition der Ziele folgt die Übersetzung in eine Roadmap. Die Ziele werden in eine Roadmap überführt, welche die Schritte und Meilensteine aufzeigt, die notwendig sind, um eben diese Ziele zu erreichen. Und eine Roadmap ist eine visuelle oder schriftliche Darstellung des Plans mit klaren Zeitangaben und Zuständigkeiten. Zurück zu meinem Beispiel aus dem Einzelhandel. Um das Umsatzziel von plus 10% zu erreichen, könnte diese Roadmap Schritte wie die Erweiterung des Produktangebots im ersten Quartal, die Marketingkampagnen im zweiten und dritten Quartal und eine Evaluierung der Ergebnisse im vierten Quartal beinhalten. Eine solche Roadmap, also so ein Plan, auf dem die Ziele in Maßnahmen überführt werden, erstelle ich mit meinem Unternehmen zum Beispiel in der Aufgabenverwaltung AWORK. Dazu ein bisschen später im Video zeige ich Ihnen noch einmal genau, wie man sowas machen kann, wie man eben seine Ziele tatsächlich in so einer Jahresplanung mit AWORK wunderbar planen kann. Um die Überwachung und das Erreichen der Ziele zu erleichtern, werden diese oft in kleinere, kurzfristige Teilziele und Meilensteine übersetzt oder unterteilt. Diese dienen als Wegweiser und helfen natürlich auch, den Fortschritt zu messen. Zurück zum Einzelhandelsbeispiel. Als Teilziel könnte festgelegt werden, im ersten Quartal einen neuen Online-Shop zu lancieren und bis zum Ende des zweiten Quartals eine bestimmte Anzahl neuer Kunden zu gewinnen. Als wesentlicher Aspekt der zielorientierten Jahresplanung ist die regelmäßige Überprüfung der Ziele und der Fortschritte natürlich auch. Und dies ermöglicht es eben auch, Anpassungen vorzunehmen, wenn sich eben die Umstände ändern oder Ziele nicht wie erwartet erreicht werden. Dazu wieder im Einzelhandelsbeispiel. Wenn das Unternehmen feststellt, dass die Umsatzzahlen hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte es zusätzliche Marketingmaßnahmen ergreifen oder das Produktangebot eben entsprechend anpassen. Da hat man eben auch diesen Nachjustiermöglichkeiten noch, die man eben sonst vielleicht nicht hätte. Man braucht für die Überprüfung auf jeden Fall Messkriterien, aber die sollten ja mit der smarten Zielformulierung eigentlich klar sein. Also je spezifischer und je klarer man auch festlegt im Vorfeld, wie man seine Ziele erreichen möchte, desto leichter fällt natürlich danach auch dann die Messung, ob man auf dem richtigen Weg ist. Die betriebliche Jahresplanung unterstützt aber nicht nur bei der Zielorientierung, wie wir gesehen haben, sondern eben auch bei der Ressourcenplanung. Die finanzielle Ressourcenplanung stammt in der Regel aus der Budgetplanung. Aber neben der finanziellen Ressourcenplanung gibt es ja auch noch den effizienten Zeiteinsatz.
Durch das Herunterbrechen der Ziele in Meilensteine und auf der Roadmap wird auch unmittelbar klar, bis wann eigentlich was erledigt sein muss und wer dafür auch verantwortlich ist. Und mit der Verknüpfung von geplantem Aufwand in Stunden und Mitarbeiterkapazität haben Sie auch einen solchen klaren Überblick, ob einzelne Mitarbeiter vielleicht jetzt schon im Vorfeld überlastet sind. Und so beugen Sie eben Ressourcenkonflikten weitgehend vor. Und das i-Tüpfelchen ist natürlich, wenn Sie eine Skills-Matrix im Unternehmen haben und neben der zeitlichen Verfügbarkeit auch die Verfügbarkeit der richtigen Fähigkeiten und Kompetenzen planen können. Einen wichtigen Tipp aus der Praxis habe ich da aber noch auch für Sie. Eine Jahresplanung sollte kein völlig einschnürendes Korsett sein. Ein Plan ist hilfreich, aber ein Plan ist auch immer falsch, weil die Welt da draußen nie so will, wie wir uns das vorstellen und das planen. Da kommt immer irgendwas dazwischen und irgendwas verändert sich. Ich kenne aber genug Unternehmen, die unverrückbare Budgets für ihre Projekte und Kostenstellen haben und wehe dem, irgendeine Führungskraft weicht davon ab. Zack ist die variable Vergütung für dieses Jahr futsch. Machen Sie diese Fehler also nicht, bleiben Sie bei aller Planung anpassungsfähig und akzeptieren Sie Spielraum für unvorhergesehene Ereignisse. Also was habe ich jetzt von einer Jahresplanung? Neben der Ausrichtung an der unternehmerischen Vision durch Ziele, Zielkaskadierung, Budget- und Ressourcenplanung erreiche ich auch eine viel stärkere Einbindung der Mitarbeiter und fördere damit auch die Motivation. Warum? Weil klare Ziele und heruntergebrochene Maßnahmen Klarheit und Transparenz schaffen, wohin die Reise geht. Sie glauben gar nicht, was für ein großer Motivator für Mitarbeiter ist, wenn es klare Ziele und Transparenz gibt, wo die Reise hingeht. Eine gute Jahresplanung liegt also nicht nur an der Erstellung, sondern eben auch gerade in der Umsetzung. Und das sind wir auch genau an dem Punkt der Risikominimierung. Hier kommen zum Beispiel Aufgabenverwaltungstools wie jetzt Trello, Microsoft Planner oder eben in meinem Unternehmen AWORK ins Spiel. Und da ich selbst AWORK verwende, werfen wir mal einen Blick in dieses Werkzeug, damit Sie mal gesehen haben, wie wir das entsprechend mitmachen. Wir sind jetzt in der Aufgabenverwaltung AWORK und wir haben jetzt hier als Beispiel unser Strategieprojekt aus dem Jahr 2022. Warum aus dem Jahr 2022 und kein aktuelles? Ganz einfach, Strategie hat auch ein bisschen was mit Wettbewerb und so weiter zu tun, sind manchmal ein bisschen sensible Daten drin. Ich zeige Ihnen gerne das, wie wir das vor 2 Jahren gemacht haben, aber mein aktuelles Strategieprojekt behalte ich natürlich für mich. Im Überblick jetzt in diesem Projekt sieht man zum Beispiel, bis wann es abgeschlossen sein sollte, eben am 31.12. Und wir haben uns überlegt, wie viel Budget im Sinne von Zeit wollen wir eigentlich spendieren für die Umsetzung unserer Strategie. In diesem Fall waren es jetzt 37,5 Tage, ein Tag hat 8 Stunden, die wir gewillt waren, in die Weiterentwicklung unseres Unternehmens entsprechend zu spendieren. Die Mitarbeiter sind hier unten entsprechend Teil des Projektes mit gewesen, die sich mit der Umsetzung mit beschäftigt haben und die haben dann ihre Arbeitszeit während der Umsetzung eben auch auf dieses Projekt gebucht. Das heißt, wir haben 31,2 Tage tatsächlich an der Umsetzung von den Themen gearbeitet und es ist etwas unter dem Budget von 37,5 Tagen eben geblieben. Insgesamt wurden 66 Aufgaben abgeschlossen und wir haben 83% eben unseres Fortschritts einfach erreicht, denn manche Aufgaben haben wir dann verschoben oder eben auch abgebrochen oder ähnliches. Jetzt sind wir im Bereich der Aufgaben dieses Projektes, was da eben entsprechend ist und da gibt es die Möglichkeit, dass man eben Aufgaben in sogenannten Listen erstmal organisiert. Das heißt, wir hatten immer ein Ziel, zum Beispiel wir gewinnen kontinuierlich neue Projekte für unser Beratungsgeschäft. Und davon wollen wir 5 konkrete Anfragen pro Monat haben, aus denen wir uns dann überlegen können, welche Projekte wir wirklich verfolgen wollen und welche eigentlich nicht. Ein weiteres Ziel war zum Beispiel, dass wir neben wir gewinnen kontinuierlich neue Projekte auch aus dem Online-Geschäft ist, dass wir zum Beispiel 100 Online-Verkäufe eben im Monat generieren wollen mit Produkten, die man sich auf unserer Homepage herunterladen kann. Ein weiteres Ziel war eben, wir beherrschen unser Handwerkszeug, in dem Sinn wirklich unser Handwerk, unser methodisches Vorgehen, dass wir uns überlegen, wie sieht das aus mit unserem Leitbild persönlich, können wir uns gegenseitig vertreten, haben wir das geschafft, dass unsere Prozesse personenunabhängig so organisiert sind, dass wenn mal ein Mitarbeiter krankheitsbedingt zum Beispiel ausfällt, dass ein anderer ohne große Einarbeitungszeiten einfach entsprechend weitermachen kann. Wir haben auch unsere Zeiterfassungs-Excel zum Beispiel vorbereitet noch, wo wir die Monatszeiten einfach mit drin haben, denn die eigentlichen Arbeitszeiten buchen wir ja alle hier in AWORK.
Wir beherrschen unser Handwerkszeug hier aus dem Bereich ERM, das heißt alles, was so technologiegebunden ist, zum Beispiel, also Enterprise Architecture Management, dass wir zum Beispiel unsere Videotechnik personenunabhängig optimieren, dass wir unsere Hard- und Software entsprechend inventarisieren, was auf den Rechnern drauf ist und ähnliche Themen. Damals haben wir noch angefangen mit Adobe Premiere Pro zu testen, auch das haben wir eben entsprechend gemacht. Und Sie sehen quasi unter diesen Listen befinden sich dann immer die jeweiligen Aufgaben und die Aufgaben sind auch dann immer den entsprechenden Mitarbeitern zugewiesen und auch mit einer Deadline versehen gewesen, bis wann eben etwas fertig sein soll. Die Aufgaben selber kann man dann eben zum Beispiel sich nochmal im Detail anschauen. Das heißt, wir hatten eine Aufgabenbeschreibung hier entsprechend drin, wir haben Checklisten für kleine Unterthemen und entsprechend, wenn diese Aufgabe bearbeitet wird, bucht eben dann der Mitarbeiter seine angefallene Arbeitszeit eben auf diese Aufgabe. Und wie bekommt man jetzt einen entsprechenden Überblick eben tatsächlich über die Gesamtheit der Aufgaben, was da wirklich entsprechend passiert, zum Beispiel über die Timeline. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel aus der Kalenderwoche 15, 16, 17, das ist also im April des Jahres 2022 gewesen, wie sich eben die jeweiligen Aufgaben auf der Timeline entsprechend darstellen. Durch Anfangszeit und durch Endzeit und entsprechend natürlich, wer mit wann was wie entsprechend eingebunden ist, sieht man es wie so eine Art Gantt-Diagramm, kann man wunderbar sehen, wie sich die einzelnen Aufgaben in dem Projekt eben entsprechend verteilen. Jetzt hatte ich Ihnen noch gesagt, man kann das Ganze auch anschauen, ob einzelne Mitarbeiter zum Beispiel überlastet sind. Dafür gibt es die Ansicht im AWORK Planer. Aus Datenschutzgründen ist es nur meine einzelne Person zu sehen und das sehen Sie eben tatsächlich auch aufgrund der Buchungen aus den Projekten mit den entsprechend geplanten Ressourceneinsatz im Sinne von Zeit, Start- und Endedatum, dass eben die jeweilige Wochenarbeitszeit entsprechend ausgebucht ist oder eben noch frei ist. Und so würde man eben auch alle Mitglieder seines Teams sehen und zwar abhängig auch von deren Regelarbeitszeit. Wenn man zum Beispiel 40 Stunden eingibt, sieht so aus, es können natürlich auch gut Mitarbeiter geben, vielleicht mit 20 Stunden oder mit 30 oder nur mit 10, dann lässt sich das Ganze eben entsprechend mit einstellen, dass man einen guten Überblick bekommt. Wer sich für AWORK noch im Besonderen mit interessiert, kann gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Ansonsten finden Sie auf meinem Kanal auch noch weitere vertiefende Videos zum Thema AWORK und Workflows oder AWORK und OneNote. Was hilft die beste Jahresplanung, die tollste Aufgabenverwaltung, wenn man nicht über Projekte, den Fortschritt oder die Hindernisse spricht? Kommunikation ist daher ein ganz entscheidender Punkt bei der Jahresplanung. Sowohl bei der Erstellung des Jahresplans als auch bei seiner Umsetzung. Eine gute Möglichkeit sind zum Beispiel Morgenbesprechungen, wie man sie auch aus dem Shopfloor-Management eben kennt. Und wie man das schnell die wichtigsten Schritte damit besprechen und verstehen kann, wenn man also an einer bestimmten Stelle irgendwo etwas auch hakt. Und wer sich zum Thema Morgenbesprechung etwas ausführlicher informieren möchte, auch dafür habe ich hier ein entsprechendes vertiefendes Video, gucken Sie da mal mit rein. Wann sollte man jetzt eigentlich solch einen Jahresplan eigentlich machen? Üblicherweise macht man eine Jahresplanung immer im Spätherbst für das kommende Jahr. Ich bin mir aber auch bewusst, dass ein Jahresplan vielen wirklich schwer fällt oder man eben auch den Aufwand scheut, sich dahinzusetzen und Gedanken zu machen und dann kommt es ja doch irgendwie anders. Also ich verstehe diese Bedenken. Aber wer noch nicht darin geübt ist, so einen Jahresplan aufzustellen, da ist es dann vielleicht noch ein bisschen schwerer. Probieren Sie doch stattdessen mal aus, dass Sie eben keinen Jahresplan machen, sondern zum Beispiel nur einen Quartalsplan, also einen Plan für die nächsten 3 Monate, wie Sie Ihr Unternehmen weiterentwickeln wollen. Und das ist oft leichter zu bewältigen. Die Techniken aus Ziele setzen, Maßnahmen ableiten, Aufgaben verteilen und regelmäßig überprüfen, wo man steht, sind ja genau die gleichen. Ob Sie das jetzt für 3 Monate machen oder für ein ganzes Jahr. Aber damit trainiert man seinen Planungsmuskel, sage ich immer. Und das fällt dann auch danach, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, viel, viel leichter auch einen etwas längerfristigen Plan eben entsprechend aufzustellen. Und den Satz, der hat ja überhaupt keinen Plan, den wollen wir ja schließlich alle nicht hören. Ne? In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.